bei FL Studio, du klickst auf deine Plugin-Liste. Gut, euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka San Cruzo. Willkommen zu diesem Video. Das wird heute mal ein etwas spontaneres Video. Ich habe heute einiges vor und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Vielleicht rede ich zwischendurch auch über bestimmte Sachen. Wir sind im Studio. Los geht's. Eigentlich ist so um die Mittagszeit immer die Zeit, wo ich mir draußen ein bisschen Sonne gönne. Aber keine Sonne. Was ich aber gerade wieder gemerkt habe, ist, manchmal denkt man sich beim Mixing, dass das Ganze irgendwie kein Ende hat. Es kommen immer neue Probleme auf, die man irgendwie in den Griff bekommen muss. Und du denkst dir, ich bin doch gerade erst bei der Hook angekommen, bei der ersten Hook. Ich habe ja noch mehr als den halben Song vor mir. Aber dann merkt man, finde ich, wenn man dann die Hook fertig hat und dann vielleicht den zweiten Part anfängt, denkt man sich, okay, eigentlich ist das alles jetzt schon gut eingestellt. Ich muss nur noch ein paar Einstellungen verändern, automatisieren und dann ist der Song eigentlich fertig. Also nie aufgeben, irgendwann wird es einfacher. Das ist mein Ratschlag für heute. Ich war gerade einkaufen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der aktuellen Lage bin ich echt kein Fan von Einkaufen. Und das merkt man auch aktuell an meiner Ernährung. Ich bin kein Sternekoch. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der ein bisschen auf ausgewogene Ernährung achtet. Aber aktuell will ich einfach so wenig Zeit wie möglich im Supermarkt verbringen. Deshalb gehe ich da durch, ich laufe da durch, schnapp mir irgendwelche Sachen und dann gucke ich zu Hause, ob da zufällig irgendwas dabei ist, was ich essen kann. Und ich habe mittlerweile eine Technik entwickelt. Ich nenne sie die Dreckhand-Clean-Hand-Technik. Und zwar habe ich immer eine Hand, die linke Hand, womit ich nichts anfasse und die bleibt in meiner Hosentasche, damit ich nicht auf die Idee komme, da irgendwas mit anzufassen. Und die rechte Hand ist die Hand, die alle Lebensmittel aus den Regalen nimmt. Dann kann ich nämlich mit der linken Hand am Ende mein Portemonnaie rausholen, meine Karte rausholen, Karte einstecken, mit der rechten Hand den PIN eingeben und kann dann auf dem Rückweg eventuell mein Handy rausnehmen und den Haustürschlüssel damit benutzen. Patent ist angemeldet. Ich habe Besuch bekommen. Ey, meine Socken. Hast du die Sockenschublade gefunden? Diggi. Ja gut. Geklaut. Also Leute, ich will ganz kurz auf das Thema DAW Workflow zu sprechen kommen. Und zwar bin ich in letzter Zeit sehr viel am Mixen und Mastern und deshalb auch Vocals am Bearbeiten, die ich hier aufgenommen habe. Und ich habe gemerkt, dass FL Studio auf lange Sicht nicht gut für sowas geeignet ist. Und ich zeige euch mal kurz, warum und womit ich das aktuell mache. Und zwar bin ich aktuell viel in Cubase. Und zwar mache ich gerade meinen ersten kompletten Mix in Cubase. Davor habe ich immer nur so Editing gemacht, Atma rausgeschnitten, Enden,
gefadet, einfach so Schneidearbeiten gemacht. Aber ich bin jetzt dabei, meinen ersten Mix in Cubase zu machen und bisher läuft es ziemlich gut. Und ich zeige euch mal, was im Gegensatz zu FL Studio einfach viel, viel besser gelöst ist, um diese Dinge zu machen. Also, ich kann das Ganze leider nicht abspielen, weil ich das nicht mit dem Künstler abgesprochen habe, das hier in dem Video zu zeigen. Es geht um diese Atmer zwischen zwei Lines. Und ganz kurz zeige ich euch jetzt mal, wie easy das hier in Cubase geht. Reinzoomen, Scherenwerkzeug, zack, Schnitt da, Schnitt hier. Faden, X, Faden X, Lautstärke runterziehen, fertig. Wie hätte ich das in FL Studio gemacht? Ich hätte in FL Studio erstmal nicht so weit reinzoomen können und gucken können, wo hier der Nullübergang ist quasi. Also wo hier Stille ist, sodass ich da sauber schneiden kann. Das geht gar nicht in FL Studio, so in dieser Timeline, beziehungsweise geht das nur in Edison und ich habe keinen Bock für sowas immer irgendwie so kompliziert noch ein Plugin zu öffnen. Zweitens, um das leiser zu machen, hätte ich ja erstmal Make Unique aus diesem geschnittenen Track machen müssen und dann hätte ich auch noch das Ganze faden müssen, was aber nur geht, indem ich auf die Spur klicke, auswähle, dass das halt Smooth oder Crossfade auswählen in diesem Sample-Fenster. Das hätte ich bei drei Clips machen müssen und dann hätte ich die irgendwie übereinander stapeln müssen. Und hier geht das easy, einfach die Spur ein bisschen überlappen, X drücken und dann ist das Ganze gecrossfaded. Natürlich hätte ich das in FL Studio auch eventuell mit Automation machen können, aber ich glaube, jeder von euch kennt das mit Automation. Vielleicht bin ich da auch hohl und weiß nicht, wie es wirklich geht, aber wenn ihr eine Automation in FL Studio machen wollt, macht ihr das dann auch immer, dass ihr so richtig weit, dass ihr richtig aufzieht, damit ihr jede Veränderung sehen könnt. Und dann müsst ihr ganz genau gucken, wo ihr klickt, damit das nicht plötzlich lauter ist. Einfach nur, damit es da bleibt, wo es jetzt gerade ist, müsst ihr genau den richtigen Punkt finden. Und hier ist es eigentlich ziemlich egal, es bleibt einfach auf dem Punkt. Weil Cubase checkt ja, okay, der will jetzt einfach nur einen Punkt dahin machen. Das finde ich mega schlecht in FL Studio gelöst. Deshalb ist FL Studio einfach für so Bearbeitung von irgendwas mega schlecht. Mixing-mäßig sehe ich jetzt eigentlich keine Vor- oder Nachteile bei beiden DAWs. Das war für mich eigentlich keine große Umstellung. Das andere Thema ist, FL Studio ist natürlich einfach für Beatmaking viel besser geeignet, beziehungsweise dieser Step-Sequencer ist einfach für Drums richtig gut. Oder ich schaue mir mal irgendwas anderes an, aber solche Sachen nerven mich einfach brutal an FL Studio. Und ich bin immer so jemand, der versucht, die eine perfekte DAW zu finden, um nicht immer zu switchen, wenn man jetzt irgendwie ein Beat macht in einer DAW und das dann irgendwie geil abmischen will und dafür dann alles exportieren muss und in eine andere DAW laden muss. Ich will eine richtig geile DAW. Und was auch noch richtig nice ist, wenn man hier diese Insert-Effekte auswählt, das ist so geil geordnet. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch irgendwie einen Trick in FL Studio gibt, dass es nur bei mir vielleicht nicht so ist. Aber das ist hier perfekt geordnet. Analyzer, Span, Distortion, bla, Dynamics, alle Kompressoren, De-Esser, Gates. Das ist einfach nice geordnet so. Und bei FL Studio, du klickst auf deine Plugin-Liste. Du suchst erstmal 3 Stunden. Du kannst ja auch so Favoriten machen, die dann am Anfang stehen. Aber Digga, und das ist hier richtig geil geordnet, meiner Meinung nach. Vor allem, weil ich immer mehr Mixing- und Mastering-Aufträge bekomme und dass hier einfach alles viel schneller geht. Wie gesagt, für Beatmakings weiterhin FL Studio in my heart. Aber Cubase nicht schlecht. So, erstmal ein kleines Workout, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Dafür brauche ich aber meine Workout-Cap. Das ist die Workout-Cap, Leute. Ganz wichtig, damit ich auch im Workout-Mode bin. Let's get it.
Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Vorschläge in die Kommentare, weil ich hätte einfach gerne eine DAW, in der ich wirklich alles machen kann. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wenn euch diese Vlogs gefallen, dann kommt da in Zukunft auf jeden Fall mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.